Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Verkauliker. Kommt euch das hier? Irgendwie bekannt vor? Jawohl, ich stehe wieder am DHL-Depot, aber nicht Neuwied oder so. Ich stehe in Günzburg. Mein erster Kunde am Montagmorgen. 556 Kilometer vom Platz aus. Das heißt, ich bin dementsprechend früh losgefahren. Und ich glaube, ich habe es letzte Woche, wo ich in Neuwied war, noch erzählt, dass ich da in Neuwied das erste Mal später wie die kam. Und das ist heute auch wieder der Fall. Also ich bin heute Morgen um 1:30 losgefahren, wäre regulär mit Pause und alles drum und dran um 9:20 hier gewesen. Ich wollte um 12 Uhr losfahren. Da hat Emily noch zu mir gesagt, mach das nicht, fahr nicht so früh los, das hat sowieso keinen Sinn, wir sind sowieso nicht da. Ich sagte, nein, ich sagte, die wissen, dass ich früh komme und so. Die hatte wieder recht. Was will man da machen? Ja, die sind jetzt gerade gekommen. Wir haben jetzt, was haben wir denn, 11:45. Ich habe schon zwischendurch auf Raststätte gestanden, über eine Stunde. Jetzt stehe ich hier schon seit über einer halben Stunde. Dann habe ich schon einen Kreis gedreht, ob der Startbremsen da ist. Der war auch noch nicht da, der wird gerade abgeladen. Hier. Ja. Das wäre nämlich noch fatal gewesen. Dann wären die hier gewesen, aber der Stapler nicht. Dann hätte ich den Kram gar nicht runtergekriegt. Ja, ja. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Das Problem ist jetzt, die Jungs von Timing sind da, die müssen sich aber erst anmelden und jedes Mal, egal wie oft die schon in so einem DHL-Depot waren, jedes Mal müssen sie eine neue Unterweisung machen, Sicherheitsunterweisung, wo sie Warnwesten zu tragen haben, in welche Tore sie rein oder raus dürfen, wo sie nichts zu suchen haben. Das ist bei jedem DHL-Depot das Gleiche. Aber sie müssen es jedes Mal wieder mitmachen. Da haben die auch keinen Bock drauf. Aber Herr DHL möchte das gerne so. Also, warten wir jetzt. Wie gesagt, er muss mir so den Stapler jetzt abladen. Und ja, und der Auflieger sieht auch dementsprechend aus. Das wird eine Ewigkeit dauern. Also 11:45 haben wir jetzt vor. Ich glaube, vor 2 Uhr komme ich hier nicht weg. Aber ich habe danach nur noch Nördlingen, den hole ich ab. Und dann, eigentlich sollte ich morgen in Stuttgart. Der ist aber gerade gestorben, weil das Akten sind. Die kann ich mit dem Auflieger hier nicht fahren. Dann habe ich noch Idlingen und Schlüchtern. Und dann geht schon wieder zurück. Aber mehr dazu später. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Wir haben schon Dienstag. Ich bin gerade aufgestanden, wie man sieht. Unschwer zu erkennen. Ich bin hier in Nördlingen am Kaufland. Die Leute, die mich verfolgen, die wissen, dass wenn ich in Nördlingen passend ankomme, dass ich Feierabend machen kann. Also gestern waren es 8 Stunden. 8 Stunden 34. Da das ganz gut funktioniert, die 25 Minuten von hier weg, da werde ich sowieso nicht mehr bis zur Autobahn kommen oder gerade eben bis zur Autobahn oder die Maxi-Auto auf Elwangen fahren müssen. Das wollte ich dann auch nicht. Und hier habe ich ja alles, hier ist ja im Kaufland, ne? Da ist alles drin. Da ist so ein türkischer Chinese, also ein China-Mann ist da drin. Da gibt es auch Döner und da gibt es die Nudelbox mit Dönerfleisch, das ist richtig geil. Das habe ich mir gestern reingetan, dann war ich noch ein bisschen einkaufen. Und ich habe den Christoph getroffen hier. Der stand direkt vor mir hier mit auf diesen Dings, auf dieser Parkmöglichkeit. Also das nennt sich hier Kaiserwiese. Das sind LKW-Parkplätze, ein Riesenplatz hier. Ich glaube, ich habe euch den schon mal gezeigt. Und sonst zeige ich euch das nächste Mal, wenn es dunkel. Und der Christoph kommt aus Iserlohn. Das heißt, gute 15, 20 Kilometer von mir zu Hause weg. Also hier standen gestern Borkener, Iserlohner, ich als Dortmunder und noch einer aus dem Ruhrgebiet. Wir haben hier gestern Abend zusammen den Abend verbracht und wahrscheinlich verbringen die Leute von hier den Abend bei uns unten im Ruhrgebiet. Ja, war ganz nett. Der stand eine ganze Zeit vor mir, dann war er wohl einkaufen hier im Kaufland, da hat er mich entdeckt. Dann ist er erst so, hat er erst geguckt und war sich nicht so ganz sicher, ob ich das auch war. Dann hat er geklopft und gefragt, ob ich denn auch ich bin. Ja, bin ich. Hier Foto von Christoph. Ja, ein bisschen gequatscht. Eine gute Dreiviertelstunde, Stunde haben wir uns unterhalten. Und dann bin ich in mein Bettchen. Da bin ich jetzt allerdings ein bisschen spät raus aufgestanden. Ich wollte eigentlich um 5 Uhr los. Jetzt haben wir 6 Uhr, 10 vor 6. Dann komme ich statt um 7 Uhr um 8 Uhr da an. Was willst du machen, ne? Also sogar nach 8. Aber ich habe noch Idlingen und Schlüchtern und dann geht es zurück, weil Stuttgart ist ja, hat sich ja erledigt, weil das Akten sind, die kann ich mit Planen nicht fahren. Deswegen fahren wir zu Idlingen. Das mache ich jetzt, so was machen. Bis gleich.
Also manchmal wünsche ich mir ja, dass die Zeit hier genauso schnell vergeht wie da bei euch hinter der Scheibe. Das wäre schon ganz praktisch. Eigentlich habe ich heute Morgen noch die Ruhe weggehabt. Die hat sich dann zwischenzeitlich mal ganz kurz erledigt, die Ruhe, weil es dann ganz plötzlich doch etwas hektisch wurde. Ich habe einen Anruf gekriegt und noch einen Abholer. War auch alles erst gar kein Problem. Der hat aber allerdings um 14 Uhr zugemacht. Und vorhin mein Navi sagte mir, ich bin um 10 vor 2 da. Dann habe ich da angerufen und haben gesagt, ja, 14 Uhr ist ja keiner mehr und dann kannst du nicht mehr kommen und so. Und dann habe ich da dreimal angerufen, ah, komm hier, warte doch oder stell das raus oder irgendwie, damit ich das laden kann, weil sonst hätte ich nämlich nach 5 Stunden Lenkzeit da Feierabend gehabt. Das müsste unbedingt mit, um dann morgen früh schlüchtern zu machen. Das wäre ja Quatsch gewesen. Aber alles gut gegangen. Ich habe den abgeholt, schlüchtern habe ich auch abgeholt. Und jetzt habe ich urplötzlich wieder ganz viel Zeit. Also ich mache heute eine 10er Lenkzeit, dann bin ich nach Schwerte gekommen. Ich fahre mit dem LKW nach Schwerte, weil sonst würde ich, da komme ich so bei 9 Stunden 30 an oder so. Sonst würde ich ungefähr eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Platz Feierabend machen. Und das muss heute nicht sein. Habe ich heute keine Lust drauf. Dann kann ich nämlich zu Hause auch das Video zu Ende schneiden. Dann kommt es eventuell vielleicht, also ist es eventuell heute rausgekommen. Aber nur eventuell, ich will aber nichts versprechen. Ja, ich muss pinkeln wie so ein Elefant. Ich kann hier nicht, also ich verbringe meine Zeit, die ich übrig habe, im Stau hier am Kasseler Kreuz. Aber das sind immer nur ein paar Minuten. Das ist hier, wo es von der A7 auf die A44 geht. Da vorne wird es einspurig, hier ist immer voll. Da gewöhnt man sich dran. Überhaupt kein Problem. Das einzige Problem ist meine Blase. Bis zum nächsten Parkplatz ist auch noch ein ganzes Stück weg. Aber wir haben eine Fernfahrerblase. Wir sind es anhalten ja gewohnt. Obwohl ich schon die ganze Zeit anhalte. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht vorher schon mal angehalten bin. Oder habe. Naja, was sonst. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Aber die erzähle ich euch in der nächsten Szene. Weil sonst ist das wieder zu viel Laberei hier. Und das will ich euch auch nicht antun. Ja, hier ist 60 für LKWs, deswegen macht es billig. Ist ja schon fast wie im Dadadaf. 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 So, ja, wir haben dann einen Mittwoch, haben wir Mittwochmorgen. Ich bin in Dortmund. Ich habe noch eine zweite Fernfahrt gekriegt. Ich muss nach Billigheim, Ulm und noch so zwei mit IBCs, aber zwei andere diesmal. Aber vorweg fahre ich erstmal das hier. Und zwar habe ich heute Morgen bei Olli die Reifen abgeladen, bin dann mal eben fix hier runter Deutsche Straße in Dortmund und habe 33 Paletten für Greven geladen. Dann bin ich jetzt eben nach Greven, dann fahre ich zurück, nehme mal einen Auflieger auf und dann geht es nochmal in die Ferne. Ja, heute nur da runterfahren, ab morgen ausliefern. So ist der Plan. Es war wieder eine Tour zu viel und deswegen haben wir dann meine Tour verschoben, dass ich das mal eben kurz vorweg fahre. Aber das ist kein Hexenwerk, das ist einfach ratzfatz gemacht. Nur hoffen, dass sie in Greven auch vernünftig abladen. Also ich habe ein Zeitfenster zwischen 10 und 12. 10 Uhr bin ich locker da, ich bin um 9:30 da. Ich hoffe nur, die lassen mich nicht bis 12 Uhr warten, das wäre Quatsch. Aber wir gucken mal, erstmal zumachen. Das ist ja schon fast erschreckend, wie gut das heute läuft. Also ist ja heute Morgen bei Olli die Reifen ratzfatz abgeladen. Dann GMS, die haben schon auf mich gewartet. Da stand die Hälfte ja schon draußen, auch ratzfatz geladen. Jetzt stehe ich hier bei Allzweileitung oder Home Delivery heißt das jetzt. HSE Home Shopping Entertainment oder was das auch immer heißt. Da bin ich an der Rampe gefahren und ich bin jetzt 15 Minuten hier, der ist schon halb leer. Das hat es hier noch nie gegeben. Also hier habe ich immer mindestens eine Stunde, anderthalb habe ich hier immer mindestens gebraucht. Das ist ja nicht schlecht. Das heißt jetzt gleich zum Platz zurück und ich glaube KBW 1 aufnehmen. Und dann kann ich ja mich in Richtung Billigheim auf den Weg machen. Wenn doch jeder Tag so wäre. Was auch erschreckend ist, ist meine Frisur. Mein Friseur hat es eigentlich gehabt. Die kam kurz vor Feierabend am Samstag. Und er wollte eigentlich schon Feierabend machen. Er hat gesagt, komm, ich mach mal noch schnell. Fällt irgendwie auf, dass er nach Hause wollte. Ne? Aber halb so wild. Wächst der ratzfatz wieder nach. Zum Glück. Ich habe noch Haare. Thank you.
Ja, kleine Restaurantempfehlung. Wenn ihr mal wirklich scharfen Döner essen wollt, dann macht das mal bei Döpi bei uns in Dortmund-Marten. Da kriegt ihr wirklich scharfen Döner mit ganz wenig scharfer Soße. Also ich habe da ja schon ein paar Mal gegessen. Ich habe das Gefühl, die scharfe Soße wird von Mal zu Mal schärfer. Oder ich werde immer empfindlicher, weil ich immer älter werde. Oh, ja, aber schade. Mann, oh Mann, der brennt auch zweimal. Hat ja mal Spaß. Naja, ja, ich habe es geschafft. Ich bin auf dem Weg nach, vorhin 12-mal gesagt, ja genau, Billigheim. Allerdings hier auf der 45. Ihr seht, es geht nur schlimm voran. Ich bin in Lüdenscheid. Aber alles andere wäre genauso schlimm gewesen. Wenn ich die A3 jetzt gefahren wäre, die wäre jetzt auch voll. Da hat er mir auch Stau angezeigt. Allerdings habe ich meine Navis wieder angelogen. Die haben gesagt, hier 7 Minuten Stau. Ich stehe jetzt schon 12 Minuten hier drin. Aber ich komme jetzt gerade zur Ausfahrt. Also wird es gleich vorangehen. In Lüdenscheid haben sie ja die Umleitung nochmal umgeleitet. Habe ich ja am Montag schon gemerkt, wo ich am Montag hierher gefahren bin. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, so ist mein LKW geladen. Da war wieder so eine Zeichnung von meinem Chef. Die hat er gestern Mirko gegeben, weil Mirko den Auflieger vorgeladen hat. Also ich habe 4-mal Billigheim, dann habe ich 12-mal Filderstadt, das sind IBCs. 4-mal Reutlingen IBCs und 8-mal Ulm, Liquimulli-Ulm. Mehr erstmal nicht. Ich fahre jetzt heute noch so weit, wie ich kann. Und dann suche ich mal mein Mikrofon. Ich habe die böse Vermutung, dass ich das außersehen mit meiner Mülltüte weggeschmissen habe vorhin. Weil hier liegt es nämlich nirgendwo. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es heute schon gebraucht habe. Aber ja, das hatte ich gestern mit meiner Kamera auch schon. Ich habe gestern schon im LKW vergessen und musste mal zum LKW laufen, gucken, ob sie da ist. Ja, wir erst dachten, wir hätten sie aufs Auto Dach gelegt. Also Evelyn hat mich am LKW abgeholt und zu Hause abgesetzt. Ich dachte erst, ich hätte sie aufs Autodach gelegt und dann wäre sie weggeflogen. Das wäre mal ein teurer Spaß gewesen. Naja, hat sich alles wieder gefunden, wie ihr seht. Ja, ich fahre jetzt mal so weit, wie es geht. Ich glaube, Langenbergheim, die Raststätte werde ich nehmen. Weil gestern habe ich eingekauft, ich brauche eigentlich keinen Autohof, eigentlich auch keine Raststätte. Aber wir haben jetzt 3 Uhr. Er sagt, ich bin um 19.25 Uhr bei meinem Kunden. Durchfahren kann ich sowieso nicht, weil ich vorher geht meine Lenkzeit zu Ende, da ich in Greben war und so. Wenn das von Langenbergheim aus nicht mehr so weit ist, dann werde ich das wohl so handhaben, dass ich da. Was machst du denn? Du fährst doch nicht über den gesperrten Parkplatz und vorne wieder raus, oder? Es gibt schon. Er weiß selber nicht. Er fährt, dann fährt er wieder nicht, dann fährt er wieder. Jetzt gibt er Gas. Tatsächlich. Aber die haben wir. Deswegen geht das hier auch nicht voran. Hier vorne ist die Spur nämlich auf einspurig und da fahren sie über diesen Parkplatz. Naja, wollen sie machen. Wir sehen uns daher wieder in Langenbergheim oder wo auch immer. So, wie angekündigt, Feierabend in Langenbergheim. Ah, ich habe es gewusst, hier ist doch so viel Platz. Hier sind bestimmt noch 50, 60 LKW-Parkplätze frei. Ah, das liegt da so ein bisschen an der Brücke, da gab es eine Teilbrücke. Die fahren ja alle die Umwege A3, A7. Und die meisten, die dann die 45 fahren, fahren dann hier vorne am Gießener Kreuz, nicht am Gießener Kreuz, am Lambacher Kreuz, die A5 runter. Aber deswegen kriegt man auch, wenn da keine Baustelle ist, hier um 19 Uhr meistens, also bis jetzt hat es immer geklappt, problemlos einen regulären Parkplatz. Also nicht in zweiter Reihe parken oder irgendwo hinter der LKWs parken, obwohl ich auf dem Busparkplatz stehe. Aber hier ist einfach schöner stehen. Hier kann ja keiner einen Spiegel abfahren oder die Kamera oder was weiß ich, hier hinten reinfahren. Das habe ich immer so ein bisschen Angst. Seitdem ich die Kameras habe, habe ich immer ein bisschen Angst, dass hier morgens einer beim Rausziehen die Kameras abfährt. Aber bis jetzt ist das nicht passiert. Immer noch alles gut. Toi, toi, toi. Naja, wie gesagt, ich mache das Video fertig, haue mir noch den Fisch rein und dann haue ich mich ins Bett rein. Weil morgen stehe ich um 5:30 wieder auf. Ne, 5:30 muss ich losfahren. Das heißt, ich stehe um 4:30 auf. Aber wir haben jetzt erst 4:45, also ein bisschen Zeit habe ich noch. Das ist immer ein bisschen komisch, weil morgens, ich bin heute Morgen erst um 6:30 angefangen. Das ist immer so, weiß ich nicht, schlafe ich immer so ein bisschen unruhig, weil dann wird man morgens wach und dann guckt man auf sein Handy, jetzt 5 Uhr. Und in der Regel ist 5 Uhr schon spät, also da habe ich dann meistens schon verpennt. Aber das war heute Morgen nicht so, ja, und dann ist man alle 10 Minuten wach. Alle 10 Minuten gehen die Augen wieder auf und dann steht man halt auch auf. Macht sich einen Kaffee, war heute Morgen noch zu Hause duschen und so.
Ja, genug gesammelt. Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Jawohl, ja, Donnerstag. Wir sind auch jetzt gleich schon beim ersten Kunden. Also ich, hier in Billigheim. Hier schön ländlich gelegen. Ja, das geht ab Aschaffenburg nur Landstraße. Ich meine, gut, da bin ich Stockstadt runter. Das ist ja vierspurig, also da kann man 80 fahren. Und dann die letzten, ich glaube, 60 Kilometer oder so ist hier normale Bundesstraße, Landstraße. Das ist halt nur mit 60 zu fahren. Ne? Aber ich habe ja ein bisschen Zeit. Wie gesagt, die Tour hat sich ja gedreht. Und deswegen ist das nicht so schlimm. Ich komme 5 vor 8 an. Nee, 20 vor 8. Also praktisch in einer Minute. Ja, da bin ich schon ein, zwei Mal gewesen. Das ist eigentlich ein ganz guter Verein. Das geht ja mal ratzfatz. Das ist ganz gut. Ich muss ja noch ein bisschen was umpacken, weil eine Palette abgepackt wurde. Das zeige ich euch gleich mal. Weil das alles nicht so passte. Also voll bis hinten hin, da ist auch kein Hubwagen drauf. Hier ist kein Seitenstreifen. Das sind diese komischen Dingens hier. Ja, seht ihr? Diese komischen schwarzen Streifen, die auf der Straße sind. Die erkennt er ganz gerne. Obwohl ich den Hubwagen diesmal ganz gut gebrauchen könnte. Weil ich ja erst nach Ulm fahre und dann habe ich 4 IBCs im Weg stehen. Aber die werden mir ja wohl so eine Ameise leihen da in Ulm. Ich erzähle ihnen einfach, der Kunde hat Annahme verweigert. Deswegen stehen die da noch, deswegen müssen die abladen. Dann wird das schon funktionieren. So, Ankunft hier. Ela-Container. Ella. Ja, fahren wir schön hier rein. Also hier kommt auch eine Ewigkeit nichts, ne? Also es ist so, da kommt Dörfchen für Dörfchen und dann kommt dann zwischendurch mal ein kleines Industriegebiet und dann kommt hier recht groß Ela-Container. Yeah, mein Gott. So, wir können uns hier mittlerweile aus, wir fahren einmal rum um den Salat hier. Auf der linken Seite. Ziel auf der linken Seite. Kennt sogar die Warenannahme. Das ist die Warenannahme, die Adresse. Ist ja nicht so normalerweise. Also ein bisschen rum und wieder rum und wieder rum. So ein paar Stapler im Weg und ein paar Container, aber es geht. Passt sehr gut. So, mal fix abladen. Und dann geht's so weiter, die dolle Reise. Ein Stück zurück. So sieht das gut aus. Ja, also eigentlich könnte das ein ganz entspannter Donnerstag werden heute. Also es ist ja, meine Tour ist ganz schön entschleunigt, dadurch, dass ich heute den erst morgen machen soll. Wenn das denn mit Filderstadt, also Spedition Briem, funktioniert. Ich bin da schon mal gewesen, das ist eine Gefahrgutspedition. Der kriegt von mir diese 14 IBCs. Eigentlich alles wunderbar. Die machen eine Rampenentladung, das heißt, ich mache die Gurte los, fahre rückwärts an die Rampe und dann laden die das mit dem Stapler ab. Das geht auch ruckzuck. Dann könnte ich eigentlich eventuell sogar diese 4 IBCs, die vor Ulm stehen, noch umladen, wenn sie das denn machen würden und tun würden. Was ich allerdings nicht glaube, das muss da immer fix gehen. Und was da auch sein muss, ist ein Zeitfenster. Und zwar muss das vorher avisiert werden. Ich stehe ganz unten auf dem Auftrag und so wie es aussieht, bin ich da nicht avisiert. Ich habe da jetzt gerade angerufen und dir gesagt, dass ich in einer Stunde da bin, weil ich das gelesen habe auf dem Zettel. Ist ja auch nicht meine Aufgabe, das zu avisieren. Jetzt habe ich da gerade angerufen. Ja, und jetzt ist es so, dass die mich gleich zurückrufen. Also ich weiß noch gar nichts. Eigentlich ist das ganz schlecht, weil das ist eigentlich eine
einigermaßen große Spedition. Allerdings mit wenig Rampen. Und die haben da halt eine Menge zu tun. Die machen wirklich nur Gefahrguttransporte. Und da muss das alles so ein bisschen angepasst sein. Naja, jetzt hat er gesagt, erklärt das mal intern, dann ruft er mich zurück. Das hat er mir vor 20 Minuten gesagt. Jetzt habe ich nur noch 40 Minuten dahin. Wenn er mir natürlich jetzt sagt, das wird heute nichts oder ich kann erst um 12 abladen oder so, dann hat sich das mit der Entschleunigung, weil dann wird es nämlich ganz komisch mit Ulm. Dann ist ja der Freitag schwer in Gefahr, weil wenn ich Reutlingen morgen fahre, halb acht kann ich in Reutlingen sein, die vier IBCs runter, 16 Reifen wieder drauf, ist ein Kunde halt. Dann habe ich immer noch 480 Kilometer zurück. Das sind nach Adam Riese 6 Stunden plus Pause, sind 7 Stunden. Da richtet man noch so ein bisschen Verkehr dazu. Das sind dann gute 8 Stunden zurück. Mit Glück bin ich um 8 Uhr da fertig, vielleicht halb 9. Naja, das ist 16 Uhr, 16.30 Uhr. Ne? Wir werden mal schauen. Ich gucke mal, ob der mich zurückruft. Ich würde es ja nur hoffen. So, kurze Zwangspause, Umladepause. Ich wollte euch auch mal zeigen, was sie hier gemacht haben mit dem Hochwerfen. Weil das ja alles nicht gepasst hat. Also, das sind Filter statt geklappt. Die IBCs sind weg. Ich muss jetzt mal ein gutes Stündchen warten, aber dafür, dass ich nicht avisiert war und so, hat es dann doch geklappt. Ja, und der war halt bis hinten in voll. Da waren jetzt also hier sind die vier für Reutlingen. Wo ich hoffe, dass die wirklich für Reutlingen sind. Weil die ich nach Filderstedt gebracht habe, die 12 Stück, waren keine 14 mal 12, die sind nämlich auch für Reutlingen. Und die lagern das da ein und bringen das bei Bedarf dahin. Aber Daniel hat gesagt, er hat angerufen und die haben gesagt, die warten darauf. Gehen wir mal vom Besten aus. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Und zwar dürfen wir die hier eigentlich gar nicht abpacken. Mirko hat die abgepackt, schlauerweise natürlich auf die zweite Reihe statt auf die erste Reihe gelegt, damit der Lösenbeck auch klettern darf. Das macht er ganz gerne. Die muss ich jetzt wieder auf Palette packen und ordentlich wickeln, dass das nicht auffällt. Und dann muss ich den Ulm noch, den noch beibringen, dass das ja eine Annahmeverweigerung ist, dass ich das nicht abladen konnte und dass sie deswegen die vier IBCs aus dem Weg ziehen müssen, um an ihre 2, 4, 6, 8 anderen Paletten zu kommen. Naja, die brauchen uns ja. Wir müssen das ja auch machen. Jetzt müssen wir erstmal. Hier, Wickelfolie habe ich auch nicht. Rundlauf für LKW-Fahrer. Kennt der Rundlauf noch vom Tischtennis? Nur das ist ohne Schläger und ohne Ball, aber mit Folie. Naja, eben wieder auf Palette packen, wickeln. Und dann fahren wir das letzte Stück nach Ulm. So, sieht doch fast wieder original aus. Bis auf die schwarzen Mendelbänder. Die anderen sind so Mendelbänder. Aber dafür finde ich auch noch eine Erklärung. Bleibt mir zu hoffen, dass die Leute von Liquid Modi Ulm meine Videos nicht gucken. Weil sonst wissen sie spätestens jetzt, dass die Palette abgepackt war. Was der große Vorteil ist, wenn man Zeit hat, dann machen einem Wartezeiten ja eigentlich nichts aus. Aber ich stehe jetzt bei Liquid Modi Ulm seit anderthalb Stunden.
Haben wir so einen Shuttle-Service, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, der hat Vorrang. Der ist vor gut, also vor anderthalb Stunden bin ich angekommen, vor einer guten Stunde ist der gekommen, den haben sie dann jetzt abgeladen. Und jetzt beladen sie den wieder. Jetzt kriege ich noch 7 Paletten und dann darf ich eine Rampe fahren. Hier ist eigentlich Warenannahme nur bis 14 Uhr. Wir haben jetzt 14.30 Uhr. 14.31 Uhr. Dann geht das, ne? Guckt man aber hier um 14.31 Uhr, dann wird man nicht mehr abgeladen. Naja, sollen sie mal machen. Ich fahre auch nach Bissam Märklingen zu diesem Sportplatz, wo ich schon zweimal gestanden habe. Da mache ich Feierabend irgendwo zwischendurch, hole ich mir noch was zu futtern. Einkaufen brauche ich nicht, Kühlschrank ist auch voll. Also ist der Tag ja irgendwie dann doch noch gerettet. Kennt ihr das hier noch? Richtig, ist der Sportplatz in Metzingen. Ich habe vorhin mal Märklingen gesagt, das war etwas falsch. Märklingen ist eine andere Richtung. Obwohl es nicht so weit weg von hier. Ja, hier ist doch recht leer, aber so langsam kommen nach und nach Leute. Ich weiß nicht, ob die heute noch Fußballtraining haben oder so. Da soll mir noch mal einer gehen sagen, ich gehe nicht zum Sportplatz. Gut, andere gehen zum Sportplatz zum Sport machen. Ich gehe zum Sportplatz zum Schlafen. Aber der Wille zählt. Irgendwie stand hier hinten ein Hänger, sehe ich doch. Das ist die Deichsel. Okay, passt doch. Knapp, aber es passt noch. Werden wir noch mal einen Meter vorziehen, wenn er den hier wegholt, dass er da vernünftig rankommt. Also man kann den Spiegeln doch trauen. Das ist genau in der blauen Linie. Aber ich habe ihn auch wirklich im letzten Moment gesehen. Beim Drehen habe ich ihn noch gesehen und beim Rückwärtssetzen. Ja, da war doch ein Hänger, ah, da ist er. Naja, ja, das Wetter ist schön, das müssen wir nutzen. Ich lade meine DJI-Akkus gerade auf. Ich und mein Akkuproblem, alle drei leer. Aber es dauert eine halbe Stunde, eine Stunde, dann sind die voll, alle drei voll. Dann kann ich mal die Drohne fliegen lassen. Ja, ich wollte ja noch ein bisschen was erzählen. Und zwar möchte ich erstmal den Manni grüßen. Und zwar hat der meine Frau erkannt beim Arbeiten. Die haben sich in Schwerte getroffen beim Bäcker. Die hat er gerade ausgeladen und da stand er und der hat da irgendwas hat er da gemacht für den Metzger, der da ist. Und da hat er meine Frau erkannt. Das ist schon lustig. Also dann erkennt man sie schon auf der Straße. Sie hat sie durch Zufall hat sie angesprochen, weil er irgendwie so ein bisschen im Weg stand oder die Tür war auf oder so, hat sie mir erzählt. Und er hat gesagt, hey, ja, du bist doch Evelyn und ich kenne dich von Saschas Kanal, ich verfolge Sascha und so. Also viele Grüße an dieser Stelle an dich, Manni. Ich habe versucht, den Namen zu merken. da fiel mir Ice Age ein. Manni ist bei Ice Age. Nicht, dass ich dich da jetzt Hit nenne oder so. Alles für Spaß. Ja, dann gibt es bei eBay T-Shirts mittlerweile. Ich mache mal den Link hier unten rein. Ist zwar kein eBay-Shop, aber ist ein normales eBay-Konto. Da könnt ihr erstmal T-Shirts bestellen, weil das mit dem Shop nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, mit der Webseite und so. Das ist immer alles so eine Sache. Das muss man sich immer zweimal überlegen, ob man das auch wirklich so macht. Deswegen haben wir uns entschieden dazu, die T-Shirts erstmal, T-Shirt-Schlüsselanhänger wird es ja demnächst auch geben und Tassen und eventuell Kulis und sowas. Wir müssen mal gucken, wie viel Interesse ihr daran habt und ob sich das lohnt. Und dann werden wir das mal, hier läuft ein bisschen Musik, dann werden wir das mal ins Leben rufen. Und dann machen wir auch so einen richtigen Shop auf, auch mit Website und so. Aber erstmal läuft das über eBay. Also hier unten zu sehen, die Adresse und ansonsten nochmal unten in den Kommentaren. Also nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Ja, ich werde jetzt erstmal hier zu der Toilette gehen, zu der öffentlichen. Also die ist immer offen.
werde mich da mal frisch machen und dann werde ich mir mal ein Süppchen machen, weil unterwegs, das waren 65 Kilometer bis hierhin, es war nicht eine Fressbude unterwegs. Bestimmt irgendwo, wenn ich da irgendwo abgebogen wäre, aber da hatte ich, das wollte ich ja nicht. Aber mein Kühlschrank ist ja voll, also verhungern werde ich nicht. Ja, ja, dann hoffe ich gleich, dass ich gleich noch mal ein bisschen Drohne fliegen kann. Ihr werdet es ja sehen. Ja, das war ja dann wohl nichts mit Drohne fliegen gestern Abend. Da ist urplötzlich so voll geworden. Ich weiß, ich hatte ein Fußballtraining und da ist ja noch so ein Restaurant mit auf dem Sportplatz. Und keine Chance gehabt, da waren viel zu viele Leute, viel zu viele Autos und ihr kennt das ja noch von der Fähre. Nachher beschwert sich einer, weil sich einer gesehen hat, weil er dann die Adresse hier von meiner Seite, von der Tür ab, vom Führerhaus mal gegoogelt hat. Dann habe ich nur wieder Ärger, das muss ich ja sagen. Ja, heute Morgen wollte ich fliegen, da war nicht ein einziges Auto da. Ich musste ja erst um 6:45 wieder weiterfahren. Schönen Sonnenaufgang. Es hat die DJI-App nicht funktioniert. Da gab es irgendwie ein Update, was viele Android-Systeme nicht so haben wollten. Also musste ich das deinstallieren, neu installieren. Und dann musste ich auch schon nach Reutlingen. Ja, da bin ich übrigens gerade gewesen. Das Ding hat fast 4 abgeladen, 16 Reifen neu geladen. Und jetzt bin ich auf dem Rückweg. Brauche mal ein bisschen Sprit, damit ich es auch schaffe bis nach Dortmund. Ich habe jetzt von hier aus noch gute 400 Kilometer. Das ist eigentlich ganz gut machbar. Ja gut, mit H3, sagen wir mal 420 Kilometer, trotzdem gut machbar. Bin ich so gegen 3 oder 4 Uhr am Platz. Wenn sie dann nicht an der Route daher fahren. Wird schon gut gehen. Denke ich mal, hoffe ich mal. So kann es gehen. Also von Reutlingen bis hierhin, ich bin jetzt, Moment, ich muss gucken, was auf dem Schild steht, Neuwied. Wunderbar geklappt, so in eins durch. Gerade mal eine Pause gemacht, nicht ein bisschen Stau gehabt, wirklich wunderbar. Und ich habe mir die A45 gespart, ich bin natürlich aus von Darmstadt aus rüber zur A3, um möglichst staufrei ins Wochenende zu kommen. Ja, bis hierhin hat es funktioniert und jetzt das. Wenn man da drauf drückt. Ja. Nee, das wollte ich nicht. Moment. Dann steht da vermeiden. Also gerade stand da noch stehender Verkehr, Unfall in der Baustelle. Das ist natürlich nicht so schön. Gerade auf der Gegenrichtung, runter Richtung Frankfurt, da war auch ein ellenlanger Stau, da war irgendwas passiert. Ha, jetzt von Minute zu Minute, dass ich da näher komme, gerade waren es 2 Minuten, jetzt sind mittlerweile 19 Minuten, wird das immer mehr. Jetzt müssen wir gucken, werde ich wohl eine Umleitung fahren müssen, alles andere wird in die Hose gehen. Eigentlich kann ich kurz vor dem Stau, obwohl der Stau sich so weit nach hinten zieht, über Bonn fahren. Ich muss mal gucken. Eigentlich, mein Navi hat vorhin angezeigt, dass ich 14.30 Uhr da bin, plus Pause, ist klar. Es ist 15.15 Uhr, jetzt zeigt er 16.21 Uhr an, wegen diesem Kackstau. Das gefällt mir überhaupt nicht, gar nicht. Obwohl, ich habe heute nichts mehr vor. LKW ist, glaube ich, vorgeladen. Also Mirko erzählte irgendwas von Zillebeke nächste Woche. Montag erstmal, das ist in Belgien.
weiß es nicht. Bis gerade war die Laune noch recht gut. So schnell kann es vergehen. Und diese scheiß Fliege, die hier ist, die nagt auch ganz schön an meiner Laune. Geht mir richtig auf den Sack. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, werden wir mal sehen. Ich habe ja noch gute 20 Kilometer bis zu dem Stau. Vielleicht haben sie ja, wenn der Unfall nicht so groß war, das da geräumt. Und da geht es dann doch weiter. Oder ich muss diese Umleitung fahren, aber die macht auch nur 3 Minuten aus. Das sind immer noch 16 Minuten Verlust. Da machst du nichts, machst du da. Haha, Mann. Wäre ich doch Pilot geworden oder Binnenschiffer, da hätte ich alle Zeit der Welt. Und Pilot würde ich alle Staus überfliegen. Außerdem könnte ich dann morgen streiken. Nee, heute streiken die. Dann gäbe es keinen. Na, na? Na, das war ein. Das war ja. Außerdem gäbe es dann keinen Stau. Und da gibt es in der Luft auch Stau, müssen die auch stehen bleiben? Ach Mann! So, es ist geschafft, ich bin da. Mit unsagbar schlechter Laune. Ja, Katastrophe wieder. Das ist, da war überhaupt nichts, da war kein Unfall mehr. Das ist, die sind da noch nicht durch die Baustelle gekommen und dann A3 da oben, kurz vorm Leverkusener Kreuz, war nochmal eine Dreiviertelstunde Stau. Es ist aber auch egal, wo man herfährt. Es ist, so langsam macht es keinen Spaß mehr, ehrlich nicht. Naja, was soll man machen? Meine Tour für nächste Woche gibt mir auch schon wieder den Rest. Ich komme dreimal raten, wo es hingeht. Natürlich nach Fehlebach. Also Fehlebach ist nicht verkauft, da sind noch welche dazu, kommen noch mal 7 Paletten. Danach geht es nach Kupferzell und dann nach Lohfelden. Der einzige Trost ist, hier nebenan steht mein Auflieger für Mittwoch. Der geht nach Zillebeke nach Belgien. Das war was Feines. Aber Montag, da ist ja schon wieder das Aufstehen ziemlich schwer. Naja, ich habe es mir so ausgesucht, ne? Nicht meckern. ja, ich nehme KBB mit, der steht hier nebenan, das hatte ich jetzt noch eben umspesen, habe ich schon gemacht. Auto steht auch schon da zum Packen, meine Sachen eben zusammenpacken. Und dann geht's nach Hause. Ich muss meine Laune nämlich wieder auffrischen. Schwiegervater hat nämlich heute Geburtstag, also morgen Geburtstag, der fährt von heute auf morgen rein. Und dann bin ich natürlich eingeladen und dann kann ich ja nicht mit schlechter Laune kommen. Ne? Aber da kommt die gute Laune von alleine, glaube ich. Vorher hole ich noch meinen Sohnemann ab. Da muss ich noch eben einkaufen und mich frisch machen, also duschen, umziehen und so. Ich kann ja schlicht so auf den Geburtstag gehen. Aber das machen wir jetzt alles. Deswegen jetzt schnell Feierabend machen hier und ab nach Hause. Deswegen abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Ihr kennt es ja, ne? Und hier und da und da und bye bye. Bis nächste Woche. Bestimmt mit besserer Laune.